Nach der Sommerpause starten wir kurz, was war am Ende des Sommers. Wir alle haben uns gewünscht, dass das Ibiza-Video vorgelegt wird. Der Staatsanwalt von der WKStA hat es in der letzten Einvernahme auch hier gesagt, dass das Ende Juli geliefert wird. Es war uns wichtig, dass das Video bald geliefert wird. Ich kann auch sagen, danke, dass Klubobmann Leichtfried letzte Woche auch noch eine Sonderpräsidiale gemacht hat, indem er gewünscht hat, dass das Video sehr schnell vorgelegt wird. Jetzt ist das Video da, jetzt können wir uns alles ansehen. Es ist interessant, dass offensichtlich hier verschiedene Varianten auch vorgelegt wurden. Das eine mit mehr Schwärzungen, das andere mit weniger Schwärzungen. Interessant, dass mein Kollege Greiner schon weiß, von wem welches vorgelegt wurde. Wir wissen es noch nicht. Wir werden das hinterfragen, wer welches Manuskript hier vorgelegt hat und wer es in welchem Umfang auch geschwärzt hat. Ja, darauf liegt die ganze Konzentration, dass die Opposition heute mehr über Präsident Sobotka wissen möchte als über das, was auf Ibiza geschehen ist und wie Heinz-Christian Strache und Junko Denos die Republik verkaufen wollten, zeigt eigentlich schon das Sittenbild hier, das hier vorherrscht. Es geht hier mehr ums Anpatzen als darum, wirklich Aufklärung zu betreiben. Ich erinnere daran, das kostet 2 Millionen Euro, dieser Ausschuss. Und es ist wichtig, dass wir in Ruhe unsere Arbeit machen und eine ordentliche Aufklärungsarbeit machen. Heute ist das Thema eben Novomatic. Novomatic zahlt allem. Daher kommt auch ein Vertreter von Novomatic und dazu wird es auch gehen, wie hat sich Novomatic gegenüber dem Burgenland und gegenüber Wien verhalten. Und wir werden heute Christian Illetitz laden, der im Burgenland auch verantwortlich war für das kleine Glücksspiel. Und es ist sehr interessant, dass er einen Millionenbetrag danach für seinen Fußballverein ASV Trassburg bekommen hat. Das heißt, hier steht hier im Verdacht, dass es einen konkreten Gesetzeskauf auf burgenländischer Ebene gegeben hat. Das wird heute auch zu eruieren gehen. Und auch zu Wien gibt es einige Unterlagen, die wir dann heute auch hinterfragen werden, um zu sehen, wie lief das mit den Wettanbietern in Wien, um eine Aufklärung zu bringen auf allen Ebenen, wo hat sich Novomatic überall eingemischt. Vielen Dank. Wird sich die ÖVP dem Begehren der FPÖ anschließen, dass das gesamte Video geschickt wird? Da wurde ja schon im Raum gestellt, dass man vielleicht zum VfGH gehen wird. Das Verfahren hier bestimmt in erster Linie die Antragsteller, das heißt SPÖ und NEOS. Und wir gehen davon aus, dass das Justizministerium alles liefert, wozu es rechtlich verpflichtet ist. Und wir werden das hinterfragen, wie ich Ihnen zuvor gesagt habe. Sind hier offensichtlich zwei verschiedene Varianten, vielleicht auch von zwei verschiedenen Staatsanwaltschaften geliefert worden. Und die Frage ist, bekommen wir noch etwas? Sagt, zuerst sollten wir uns das anschauen, dann gibt es alle verfahrenstechnischen Mittel. Man kann Ergänzung auf Beweisantrag liefern. Man kann danach zum Verfassungsgerichtshof gehen. Alle rechtlichen Normen, die da sind, stehen selbstverständlich offen. Und auch die Justizministerin hat schon gesagt, im Endeffekt wird das vielleicht der Verfassungsgerichtshof entscheiden müssen. Bitte sehr. Ihre Kollegen haben davor gesprochen, von den anderen Fraktionen von Nebelgranaten im Zusammenhang mit der gestrigen Lieferung des Ibiza-Videos und der Transkripte. Wie sehen Sie denn das? Ich verweise auf die Sondersitzung der Präsidiale, wo alle Klubobleute und die Präsidenten nicht einmal vor einer Woche zusammengesessen sind und dringend gebeten haben, dass das Justizministerium das Video liefert.